Der Herbst ist da und es wird immer bunter, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr Bock habt auf ein paar schöne herbstliche Aufnahmen mit der Canon EOS R, dem 50mm 1.8, dem Osmo Pocket 3 im Gepäck, dann seid ihr auf diesem Kanal genau richtig und kommt einfach mal mit. Schön, dass du wieder einschaltest. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, der Herbst hat uns langsam aber sicher fest im Griff, beansprucht die Zeit. Und ja, meine absolute Lieblingsjahreszeit hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich bin heute bei uns hier in Frankenthal im Strandbad. Also eigentlich ein ganz normales, gewöhnliches Freibad mit zwei schönen Seen, die in den Sommermonaten natürlich ganz normal auf Badebetrieb eingestellt sind. Das heißt, es ist dann natürlich auch hier extrem schwierig dann zu fotografieren bzw. ja, halt eben hier zu filmen, auch dann, wenn die ganzen Leute hier im Parkbetrieb bzw. im Badebetrieb sind und dann halt überall auf den Wiesen liegen und halt eben schwimmen sind. Ja, mehr oder weniger selbsterklärend. Und aber jetzt quasi hier so in den Oktobermonaten, beziehungsweise wenn der Badebetrieb dann zu Ende ist, dann stellt das Strandbad Frankenthal um auf einen ganz normalen Parkbetrieb. Das heißt, das Ganze ist hier auch wirklich schön angelegt, wie ein schöner Park eben, mit schönen Wegen. Hier kann man gut joggen, hier kann man spazieren, hier kann man schöne Stunden mit den Kindern verbringen. Es sind hier auch überall kleinere Spielplätze angelegt, wo die Kinder schön spielen können und man kann die Enten füttern etc. pp. Also es ist wirklich alles hier vorhanden, was man eigentlich für so einen schönen Herbsttag oder einen schönen Wochenendtag halt eben braucht. Ne? Man kann es hier gut aushalten für ein paar Stunden, also da kann man nichts sagen. Ja, und ich wollte halt eben die Gelegenheit jetzt nutzen und hier ein bisschen durch die Gegend laufen und fotografieren. Viewfinder hat mir gestern hier sehr schönen Nebel versprochen. Das hat Viewfinder auch eingehalten. Leider macht das Strandbad erst um 10 Uhr auf. Das heißt, das meiste vom Nebel ist schon wieder verschwunden. Wir haben hier jetzt eigentlich nur noch so ein leicht diesiges Licht. Beziehungsweise, ja, die Luft sieht so ein bisschen diesig aus. Das möchte ich jetzt trotzdem gerne noch nutzen und versuchen halt eben ein paar schöne Herbstfotos zu kreieren. Eben mit dieser Lichtstimmung. Ja, freue mich da schon megamäßig drauf und jetzt auch währenddem ich hier schon so am Rumlaufen bin, sehe ich hier schon ein paar schöne Motive, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass das was wird. Und ja, bin gespannt und bleibt einfach mal dran und schaut mir so ein bisschen über die Schulter und ich glaube, das wird heute ein cooler Walk werden. Bis gleich. Mein Fokus liegt heute natürlich darauf, schöne Herbstbilder zu machen. Das heißt, ich
knipse einfach mal fröhlich vor mich hin. Jetzt bin nicht mit mir so einem großen Plan hierher gekommen. Will einfach nur mal Fotos machen, Bilder machen, üben, Fotos machen, das Auge schulen. Ja, ich persönlich finde, ich glaube, es ist eine richtig gute Gelegenheit, in den Herbstmonaten hier schöne Bilder zu machen, beziehungsweise halt eben auch das Auge zu schulen, wie ich es eben schon erwähnt habe. Ja. Es ist einfach traumhaft schön hier. Hier kann man wirklich schön verweilen und sich auch irgendwo auf eine Bank setzen und einfach mal so ein bisschen den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, wie man immer so schön sagt. Ich bin gespannt, was mir heute alles so gelingt. Ich habe natürlich wieder meine Canon EOS R am Start mit meinem obligatorischen immer drauf Objektiv mit dem 50mm 1.8. Und ja, begebe mich jetzt einfach mal hier so auf die Herbstbilderjagd. Ja, Thema Langzeitbelichtung wird hier wahrscheinlich eher unbrauchbar werden, aufgrund dessen, dass das Wasser eh schon recht glatt ist, beziehungsweise recht still ist. Und von daher werde ich sehr wahrscheinlich heute einfach mal bei normalen Fotos belassen. Und aber ich glaube, das wird auch cool werden. Jetzt habe ich hier auf dieser Mauer, auf dieser kleinen, ein paar Blätter liegen. Könnte man auch vielleicht gucken, dass man hier das ein oder andere gute Bild mitnehmen kann. Und Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, wenn man hier einfach mal so ein bisschen durch die Gegend läuft und einfach mal so ein bisschen rumprobiert, da kann man wirklich richtig schöne Ideen kreieren, beziehungsweise richtig, richtig tolle Motive finden. Hier könnt ihr mal sehen, wie schön dass das Ganze hier eigentlich angelegt ist. Ja, hier zum Beispiel auf dieser Seite dann der See, um den man schön rumlaufen kann. Wirklich traumhaft schön. Und ich habe hier auch schon wieder ein, zwei Motive, die ich gerne mal versuchen möchte einzufangen. Auch mit der geringen Brennweite. Ich hoffe, das kriege ich dann hin, irgendwie so mit dem Bildausschnitt. Übrigens auch sehr gut geeignet für Wildlife-Fotografen, gerade speziell jetzt hier mit den ganzen Eichhörnchen. Aber da braucht man halt natürlich dann auch dann die entsprechende Brennweite und das ist halt überhaupt nicht mein Metier. Wobei ich jetzt Wildlife richtig cool finde, also da kann man richtig coole Bilder machen und da sind auch viele, viele Bilder im Netz, die mir extrem gut gefallen. Aber da brauchst du halt wirklich Brennweite, wenn du da kein ordentliches Ofenrohr vor der Kamera hast, dann kommst du da nicht wirklich hin. Na, schauen wir mal. Ich habe da ja so ein Objektiv, wie gesagt, auch schon fürs Planespotting im Auge. Und wenn ich das habe, dann gucke ich mal, dass ich da vielleicht in der Hinsicht auch ein bisschen was bewegen kann. Aber eins nach dem anderen. Musik.
Ich habe jetzt gerade hier mal so einen schönen Baum gefunden, den man vielleicht auch so ein bisschen zentral in Szene setzen könnte. Macht sich echt gut hier, das Teil. Schauen wir mal, was da so geht. Ja, da vorne habe ich jetzt gerade so eine Bank gefunden, die so ein bisschen mit Herbstlaub bedeckt ist. Nicht viel, so ein bisschen. Und sowas finde ich ja mega cool. Ne? Also mit sowas catcht man mich ja sofort. Und ja, das werde ich mir auch zu Gemüte führen. Jo, jetzt habe ich hier auch schon gleich wieder das nächste. So ein Baumstamm, der so leicht im Wasser versinkt, aber doch noch relativ gut sichtbar ist. Und dann mit den ganzen Blättern hier so im Wasser, die so auf dem Wasser drauf schwimmen. Ich glaube, das könnte auch ein cooles Motiv sein. Müssen wir mal gucken, inwiefern es mir da gelingt, das Ganze so mit 50 mm gut sichtbar zu machen oder sagen wir mal als Hauptmotiv gut in Szene zu setzen. Müssen wir mal schauen. Aber ich versuche es euch mal zu zeigen. Hier so im Wasser. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hier so dieser kleine Baumstamm. Vielleicht kann ich da irgendwie ein bisschen was machen. Schauen wir mal. Ja, also ihr merkt schon, hier geht's viel heute ums Rumprobieren, ums Ausprobieren, Machen und Tun. Aber was willst du machen? Anders lernst du es nicht, ne? Ich merke schon, ich bin von dem Teil viel zu weit weg. Und auch wenn ich es noch so gerne machen oder noch so gerne tun würde, ich glaube, hier komme ich mit den 50 mm an die Grenzen. Aber, was ich sagen muss, ich kriege hier vielleicht wenigstens ein paar coole Spiegelungen rein. Auch wenn jetzt hier so viele Blätter auf dem Wasser sind. Das könnte vielleicht eventuell dann was werden. Ja. Jo, schauen wir mal. Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Was ich aber auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass das Ganze hier extremst viel Spaß macht. Auch wenn man hier viel am Rumprobieren ist und vielleicht das eine oder andere einfach nicht so klappt, wie man gerne hätte. Oder ja, nicht der gewünschte Effekt eintritt, den man sich vorstellt. Aber am Ende des Tages, man ist draußen in der Natur, man fotografiert, man geht einem der schönsten Hobbys nach, die ich kenne. Und ja, man darf das tun, was einem am meisten Spaß macht. Und ich glaube, darauf kommt es am Ende des Tages auch an. Und ja, mega, schon wieder was gefunden. Das ist aber auch verrückt hier. Ja, das Ganze hier ist eigentlich sowas wie so ein Barfußpfad. Deswegen sieht man hier auch
verschiedene. Ja, machst du es jetzt oder machst du es nicht? Jetzt. Deswegen sieht man hier auch so verschiedene Steine hier auf dem Boden in verschiedenen Durchmessern, in verschiedenen Körnungen. Split. Hier dann mal wieder so ein Baumstamm. Dann kommt hier mal wieder ein bisschen was Groberes, wo man halt eben so barfuß drüber laufen kann. Hier haben wir wieder einen normalen Beton. Dann hat man hier wieder richtig grobe Steine. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern das Ganze hier angenommen bzw. genutzt wird. Es scheint so für mich eigentlich irgendwie so ein bisschen unterzugehen. Wird anscheinend nicht so gerne genutzt. Hier hat man wieder so ein bisschen Sand. Dann hat man hier wieder verschiedene Baumstümpfe. Hier ist dann wieder grober Schotter. Komisch. Und hier geht es dann raus auf so einen kleinen Fußballplatz. Wie ich halt eben jetzt schon gesagt habe, ist hier natürlich auch selbstverständlich, aber auch während des normalen Badebetriebs, also während der Badesaison, jede Menge Freizeitaktivitäten, Möglichkeiten, Fußball zu spielen, schaukeln. Ja, weiß nicht, Volleyball, Tennis, Federball, was auch immer. Ich weiß auf jeden Fall, wenn wir im Sommer ab und zu mal hierher kommen, als ist hier wirklich alles extrem voll mit Menschen. Natürlich liegt hier jeder dann mit seinen Decken dann auf der Wiese. Hier da den Buckel hoch natürlich, dann zum Monte Cervellino. Sehr beliebt. Ja, ist aber auch einfach schön angelegt, muss man ganz ehrlich zugeben. Und macht halt natürlich auch dann jede Menge Laune. Nicht, inwiefern man das hier auf den Aufnahmen gut erkennen kann, aber es ist immer mal wieder so ein leichter Blätterregen. Immer wenn mal so ein leichter Windstoß kommt,
lässt natürlich dann viele Blätter von den Bäumen. Und ja, das sieht natürlich richtig cool aus dann, ne? Wenn die goldgelben, braunen Blätter dann von den Bäumen fallen. Und ja, ich möchte mal versuchen, das Ganze auch irgendwie so in einem Foto einzufangen. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern das jetzt möglich ist. Also ich versuche es mal so ein bisschen mit geringeren Belichtungszeiten. Dann auch mal wieder mit kürzeren Belichtungszeiten, um einfach vielleicht auch mal so ein bisschen die Bewegung darzustellen von den fallenden Blättern. Bin mir noch nicht ganz wirklich sicher, ob mir das gelingt, aber wir schauen einfach mal. Und Leute, guckt euch das an. Das ist doch einfach herrlich hier, oder? Der Nebel ist jetzt eigentlich schon so gut wie weg. Hatte leider nicht ganz so viel vom Nebel, wie ich mir erhofft hatte. Aber das ist halt natürlich aber auch den Öffnungszeiten dann vom Strandbad geschuldet, leider. Könnte ich oder hätte ich etwas früher hier sein können, dann wäre mir das vielleicht auch ein bisschen besser gelungen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hat sich der Besuch heute doch definitiv gelohnt. Ja, wir kommen jetzt da langsam aber sicher in den, zum Endteil dieser Parkrunde. Und ich glaube, dann soll es das für heute auch wieder gewesen sein. Ich glaube, das Video hat jetzt wieder eine ansehnliche Länge erreicht. Und mal gucken, was mir jetzt so auf den letzten Metern noch so vor die Linse kommt. Vielleicht mache ich das eine oder andere nochmal und dann glaube ich, sollte man aber auch schon zur Abmoderation kommen. Ja, hier haben wir dann halt eben die Schwimmbecken für den sommerlichen Badebetrieb. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, im Sommer hier ist ja natürlich die Hölle los, das ist ganz klar. Hier eine Rotkreuzstation. Umkleiden und so weiter. Da drüben ist dann noch so ein typisches Schwimmbadkiosk, wo man dann immer sich ein bisschen nervös, wofür das leibliche Wohl dann halt eben auch gesorgt ist. Ja, das Ganze hat hier im Herbst meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen Lost Place Charakter, wenn nicht so viele Leute da wären. Wenn dann halt eben, wie gesagt, alles voll ist mit Blättern. Und ja, das hat halt eben einfach auf seine eigene Art und Weise immer wieder eine ganz besondere Stimmung. Ja, Leute, ich glaube, das soll es für heute gewesen sein. Ich möchte gerne zur Abmoderation kommen. Ich glaube, mir sind hier ein paar gute Bilder gelungen. Am Ende des Tages ist es wie nach jedem Fotowalk. Es wird sich natürlich am Rechner entscheiden, welches Bild was geworden ist und welches nicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war es der Besuch auf jeden Fall wert. Es wird auch nicht der letzte gewesen sein. Und ja, für mein Hauptvorhaben, hier die Natur zu genießen bzw. schöne Herbstaufnahmen zu kreieren, glaube ich, wie gesagt, war es der Besuch auf jeden Fall wert. Ja, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Lasst bitte auch ein Abo da, um den Algorithmus natürlich wieder schön zu befeuern. Ich möchte gerne ein bisschen mehr Aktivität, was die Klickzahlen anbelangt, ein bisschen erreichen. Damit könnt ihr mich natürlich unterstützen, indem ihr halt eben dieses Video liked. Dann wird es entsprechend natürlich auch besser gerankt und auch andere Menschen haben auf YouTube die Chance, meine Videos zu sehen. Damit würdet ihr mir wirklich eine sehr, sehr große Freude machen und mich natürlich auch vollkommen kostenlos unterstützen. Ja, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet zu einem meiner nächsten Videos. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich habe noch ein paar Ideen im Rohr. Schauen wir mal, wann und wie ich Zeit dazu habe. Ansonsten bis dahin wünsche ich euch etwas sehr, sehr Schönes. Eine schöne Herbstzeit vor allen Dingen. Bleibt mir sauber, bleibt mir gesund und wir sehen und hören uns. Bis dann. Ciao.
hand while I'm slowly heading back to my apartment. I'm not asking for your thoughts, I'm just